Ja, der gute alte Galileo, der hatte richtig viel Probleme, als er damals behauptete, die Erde sei eine Kugel. So wie hier. Damals dachte man, die Erde ist flach. Heute wissen wir das besser, auch wenn wir es nicht selbst erleben können. Aber so wie Sie es jetzt sehen, auf einmal aus der Kugel wird es flach. Das ist auch das große Problem, vor der eine Firma steht, die einen Globus herstellt. Denn das Flache muss wieder rund werden. Und wie das passiert, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Seit 1904, zuerst in Berlin, bastelt man schon Globen. Damit ist Columbus heute der älteste noch produzierende Hersteller der Welt. Hier am Südrand der Schwäbischen Alb werden unser Planet oder auch andere Himmelskörper bis ins Detail so sehr verkleinert, dass sie ihren Platz vorzugsweise auf einem Tisch finden können. Nicht nur in Schulen und Unis, auch im Bildungsbürgerhaushalt gehörte ein Globus für viele Jahrzehnte zum guten Ton. Mein Gott, heute gibt es Google Earth, Google Maps. Man kriegt im Computer alles sofort gezeigt, ohne Fingertipp, millimetergenau. Warum brauche ich noch einen Globus, außer dass er schön aussieht auf dem Tisch? Sie brauchen nur den Globus, wenn Sie sich wirklich orientieren wollen. Denn die Karten, die Sie sehen, alles in 2D, ob das jetzt auf Ihrem Smartphone oder beim Fernsehmoderator hinten dran ist, das ist immer ein Zerrbild der Erde. Ich zeige Ihnen das ganz gern mal hier, okay, an einer Wandkarte, die, okay, Ihnen auf den ersten Blick vielleicht sehr vertraut, ja, vorkommt. Sieht so aus, wie ich es kenne. Ja. Genau, aber jetzt schauen Sie mal Grönland auf. Wir haben hier eine Insel, die ist sehr, sehr breit. Von Norden zu Süden ist sie gar nicht so groß ausgedehnt. Sie hat eine Größe, die große Länder von Afrika sogar übertreffen. Und jetzt machen wir einen Blick auf den Globus, wie Grönland tatsächlich aussieht. Und hier spricht man von einer Längentreue, einer Winkeltreue und einer Distanztreue. Die ist einfach größenrichtig. Und das spiegelt sich natürlich über alle Länder und über alle Kontinente wieder. Das heißt, den wirklichen globalen Blick bekommen Sie nur mit einem Globus. Natürlich wird nicht mehr gezeichnet. Die Welt ist bis ins Detail digital kartografiert. Wichtig für Änderungen, denn so kann die Weltlage schnell den neuen geopolitischen Situationen angepasst werden. Jeder ausgelieferte Globus ist aktuell. So sieht die Welt also am Anfang aus, bevor sie zur Kugel wird, präzise in bester Auflösung gedruckt und in Streifen geschnitten. Nur die maschinelle Hilfe macht es überhaupt möglich, Globen noch bezahlbar zu halten. Aber dann beginnt nach wie vor die Handarbeit. Die Columbus-Damen haben jeden Tag unsere Erde in ihren Händen. Präzise werden die Streifen auf die Acryl- oder Kristallkugeln geklebt. Ich möchte mal davon ausgehen, dass in diesem Raum über die Jahre ein sehr großes topografisches Wissen wächst, das für jedes Fernsehquiz taugen würde. Wer hier von morgens bis abends Kontinente und Weltmeere zusammenfügt und sie so lange streichelt, dass keine Luftblase mehr stört, der muss Geografie lieben. Ein schön gefertigter Globus in der hohen Auflösung gedruckt erlaubt einem auch wirklich Einblicke in unseren Planeten. Sie sehen hier sehr schön die Kontinentsockel, aber auch die Kontinentalplatten. Hier dieser mittelatlantische Rücken, den man hier verfolgen kann, der hier durch Island durchgeht. Und dort hat man ja die Möglichkeit, in dem Nationalpark zu tauchen und die amerikanische und europäische Kontinentalplatte mit einem Meter Abstand zu berühren. Ja, das weckt Erinnerungen bei mir. Es war ein unglaubliches Erlebnis bei meinen Dreharbeiten auf Island im Pingvellir Nationalpark. Oh, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Profan aus der Höhe betrachtet, ist es weiter nur ein ruhiger See, in dem wir dümpeln. Aber sobald ich es wage, das Gesicht unter Wasser zu halten, merke ich, das ist hier nicht ein üblicher Süßwassertauchgang, den man schon kennt, allein schon wegen der unglaublichen Klarheit des Wassers. Zwischen den Felsblöcken kann ich bestimmt 40 Meter weit schauen, ins geheimnisvolle, kalte Blau. Es ist ein Schweben durch ein Trümmerfeld der Erde. Noch sind wir auf dem engen Weg zum Punkt, an dem jede Sekunde unermessliche Kräfte im Verborgenen zerren und ziehen. Hier driften die eurasische und die nordamerikanische Erdplatte auseinander. Zum Glück sehr, sehr langsam. Links könnte ich die USA berühren, rechts Europa, zumindest geologisch. Die schnellste interkontinentale Reise, ganz ohne Atlantik dazwischen.
Also der Globus zeigt Ihnen die Größenverhältnisse, die richtig sind. Der überrascht immer wieder, wenn Sie einfach mal auf diesen Kontinent Afrika, auf diesen großen Kontinent Afrika sehen und dagegen dieses Europa, wie klein es doch auf der Welt ist. Nehmen wir nur mal ein Land aus Afrika, nehmen wir nur mal Algerien, wenn ich dort meinen Finger an die Grenze von Libyen und Marokko setze und nehme diese Entfernung, dann kann ich von Lissabon bis an die polnische Grenze eigentlich fast das ganze Westeuropa passt in Algerien rein. Erst das wird einem durch einen Globus bewusst. Hier bei der Endmontage ist also die Welt zu Hause. Die produzierten Stückzahlen zeigen, es liegt wieder im Trend, sich einen hochwertig hergestellten Globus zu leisten. Zumal viele heute auch multimedial aufgerüstet werden mit Ton- und Filmdateien, die sie dem Nutzer auf sein Tablet oder Smartphone schicken. Geografie 2.0 sozusagen. Die günstigeren Volksgloben werden nach wie vor aus Kunststoff gefertigt. Aus Granulat und mit Wärme und hoher Pressung entstehen die Halbschalen, die, natürlich trotzdem nachher hochwertig bedruckt, für unter 20 Euro verkauft werden. Auf ihnen kann eigentlich jeder schon wunderbar mit dem Finger reisen und seinen Horizont erweitern. Ansonsten sind dem Geschmack kaum noch Grenzen gesetzt. Auch wenn die Welt immer gleich bleibt, gehorcht sie verschiedensten Modetrends. Ob es nun Globen als Tischleuchten-Alternativen sind oder verspielte Kinderkugeln, selbst Swarovski-Kristalle anstelle der Metropolen unserer Erde könnten virtuelle Bling-Bling-Reisende in Entzücken versetzen. Aber neben all den kleinen Kugeln gibt es natürlich auch noch das ganz Besondere. Es ist der Magnum Imperial, handgemalt und mit über einem Meter Durchmesser ein richtiger Brummer. Der steht dann eher in Museen, Regierungszentralen oder Hotellobbys. Naja, die fast 17.000 Euro für die Welt en Detail würde ich lieber fürs echte Reisen ausgeben.